Die Ausgrabungen des römischen Gutshofes in Münzenberg-Gambach zählen zu den spektakulärsten Funden der römischen Geschichte in Hessen. Auf einer Fläche von etwa 3 Hektar gehört die Villa Rustica zu den größten landwirtschaftlichen Betrieben des 2. Jahrhunderts nach Christus rechts des Rheins. Ein Team aus Wissenschaftlern legt im Jahr 2015 steinerne Fundamente sowie Erdverfärbungen frei. Nach und nach entsteht ein Grundriss des damaligen Gutshofes, der zu den größten Betrieben dieser Art der damaligen Zeit zählte. Die Archäologen staunen, als sie dieses Wasserbecken freilegen. Es ist 2,60 m x 2,90 m groß und es deutet auf einen gewissen Wohlstand hin. Das Wasserbecken ist, wie die ebenfalls in Gambach freigelegten Wandmalereien, ein Architekturelement aus dem mediterranen Raum. Das Wasserbecken zählt zu einem großen Innenhof eines hölzernen Wohnbaus. Aus der Luft betrachtet erinnert das Anwesen an stattliche Herrenhäuser der großen linksrheinischen Gutshöfe mit ihren luxuriösen Wohnbereichen. Ebenfalls in Orange hervorgehoben ist der Verlauf der Einfriedung, die in der ersten Phase aus einer Bohlenwand bzw. Zaun bestand. Sehr deutlich sind die steinernen Fundamentreste aus der letzten Ausbauphase zu erkennen. Außer der Hofmauer, an deren Südseite ein Torgebäude nachgewiesen werden konnte, befindet sich ein Wirtschaftsgebäude sowie das Wohngebäude. Ein erster Versuch zeigt eine zeichnerische Rekonstruktion des Wohngebäudes aus Stein. Es hatte eine Größe von 18 x 24 Metern und war an seiner Südseite mit 2 Ecktürmen, den Risaliten, ausgestattet. Hinter dem westlichen Risaliten schließen sich 2 Räume an. Der Rest des Bauwerkes weist außer dem auch zunächst in der Steinbauphase bestehenden Wasserbecken keine weitere erkennbare Untergliederung auf. Nördlich des Wohngebäudes wird ein lang rechteckiges Nebengebäude mit zunächst einem Korridor an der Langseite errichtet. Nach Abriss dieses Bauwerkes wird nach Norden verschoben ein gleich großes Gebäude, diesmal mit Korridor an der Schmalseite errichtet. In der letzten Phase entstehen innerhalb des ergrabenen Areals germanische Grubenhäuser, die hier in Gelb markiert sind. Es handelt sich um teilweise in die Erde eingetiefte Holzgebäude, die meist als Werkstätten genutzt wurden, um zum Beispiel Kleider zu weben oder um anderen handwerklichen Tätigkeiten nachzugehen. Eine Landschaftsrekonstruktion soll darstellen, wie es in der römischen Zeit in der Wetterau ausgesehen haben könnte. Die Wetterau war in römischer Zeit geprägt von Landgütern. Die Archäologen fanden dazu passend einen weiteren außergewöhnlichen Gegenstand, einen eisernen, verwitterten Hufschuh. Zur damaligen Zeit befestigte man solche Hufschuhe an den Hufen von Zug- und Lasttieren, Pferde, Esel und Maultiere, um die Hufe zu schützen. Noch sind die Dokumentationen lückenhaft und nach der Aufnahme des Planums werden durch die Anlage von Grabungsschnitten die Tiefe und Verfüllung der Befunde erforscht. Sie werden, wie das Planum, durch Zeichnungen, Fotos und Beschreibungen dokumentiert. Doch wie weit werden die Wissenschaftler in die Vergangenheit vorstoßen können? Was wird sich in Münzenberg-Gambach vor Jahrhunderten abgespielt haben? Ein Anfang ist gemacht. Jedoch gibt die römische Epoche noch viele Rätsel auf, die es in Zukunft weiterhin zu erforschen gilt.